Hi ihr Lieben, wir sind wieder aus dem Urlaub zurück und ich möchte euch nun mitnehmen zu einem Gartenrundgang. Bis gleich! So, wir haben heute den 9. Juni, das heißt, morgen ist mein Geburtstag und passend dazu sind wir aus dem Urlaub zurück. Und es gibt einiges zu sehen, wie hier im Hintergrund. Zum Beispiel meine neuen Guavenpflänzchen, beziehungsweise die habe ich mal vor 2-3 Monaten von einer lieben Dame aus meiner Facebook-Gruppe bekommen. Und die machen sich wirklich prächtig. Hier rechts die zwei kleinen. Das sind aus Samen gezogenen Guaven. Genau. Und hier kann man ganz toll die Früchte von meiner weißen Saprote sehen. Die macht sich prima dieses Jahr. Hier nochmal in voller Pracht. Die sind schon ziemlich groß hier. Auch da oben ist noch eine. Ich bin mal gespannt, ob dieses Jahr eine dran bleibt. Ich denke aber schon. Die Aussicht ist ganz gut darauf. Genau, hier die Olivenbäume. Die sind kurz vor der Blüte. Die sind von oben bis unten voll. Nicht wundern, es sieht noch etwas chaotisch aus, weil wir, wie gesagt, erst gestern aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Hier habe ich gestern den ersten Pfirsich geerntet, heute den zweiten und dritten und morgen wahrscheinlich den letzten. Genau, die Guave ist auch noch schön am Blühen. Die Feijoa ist das, die Ananasguave, die brasilianische. Hier kommen auch noch mal Blüten nach. Ganz, ganz toll. Oh, die hat einige, sehe ich gerade. Einige Blüten. Sehr schön. Genau. Hier haben wir die andere Feijoa. Muss mal schauen, ob hier was dran ist. Aber die andere sieht definitiv besser aus. Die hat zwar viele schöne neue Blätter bekommen, aber keine Blüten. Hier der Zwergapfel. Welcher war das? Maloney Lily. Sieht mal ganz vielversprechend aus. Hier nebendran der Maloney Sally genauso. Trägt dieses Jahr zum ersten Mal. Im Hintergrund seht ihr unser Redlove Spalier. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das auch ziemlich vielversprechend. Also das ist hier unser Wunderbaum. Der hat letztes Jahr noch gar nichts getragen und dieses Jahr so etliche Äpfel dran. Wahnsinn! Hier seht ihr meine Guavenstraße. Das ist einmal eine unbekannte Sorte, einmal eine gelbe Erdbeerguave, eine rote Erdbeerguave. Die haben auch geblüht, nur irgendwie keine Fruchtansätze. Also bei dem hier habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, denn der hat noch 2-3 Blüten. Aber mal schauen. Gut, das ist das erste Jahr, wo er blüht. Die Erwartungen sind jetzt noch nicht so hoch. Der hier, die echte Guave, hat auch 2 Blüten, sind aber noch nicht offen. Bleibt also spannend. Hier hinten dran meine Fingerlimette ist auch am Blühen. Ich denke, das dauert aber alles noch ein bisschen. Ich habe jetzt heute gerade mal ein bisschen Unkraut weggemacht, auch aus dem Rasen, der muss unbedingt gemäht werden. Genau, die japanische Wollmispe, die treibt schön aus, die Früchte hat sie leider abgeworfen. Aber gut, ich bleibe hoffnungsvoll auf die nächsten Jahre. Hier auch kurz einen Einblick in unseren Kaki-Baum. Dieser hat dieses Jahr enorm viele Früchte. Also wie man sieht,
von oben bis unten voll behangen. So sehr, dass sich sogar dieser Ast hier absenkt. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie viel er dieses Jahr behält. Letztes Jahr waren es ja, glaube ich, 4, 5 Stück. Dieses Jahr sieht das deutlich vielversprechender aus. Genau, was gibt es noch besonders Erwähnenswertes? Hier unsere Tomatenpflänzchen machen sich prima. Das sind 3 verschiedene Sorten. Hier 2 rote Tomaten, 2 gelbe und eine... Nein, Moment. 2 rote Tomaten, eine gelbe Tomate, eine rote Cherry-Tomate und eine gelbe Johannisbeer-Tomate. So rum. Die sind ziemlich dicht bepflanzt. Ich habe das dieses Jahr mal probiert. Tja, mal schauen, wie es wird, ne? Genau, hier 2 Kohlrabi. Das sind die Superschmelz. Draußen, die sind aber deutlich angefressen und aufgeplatzt durch die Hitze. Und das ist natürlich nicht so toll. Hier drin unter dem Netz. Dagegen sind die wirklich super. Also sehr empfehlenswert. Das ist so ein ganz feinmaschiges Netz. 0,1 Millimeter. Hier zwischendrin gehen immer noch ein paar Tomaten vom letzten Jahr von der Cherry-Tomate auf. Da ist auch der Rettich, den ich zum ersten Mal probiere. Das funktioniert wirklich prima. Und die rote Beete sieht auch sehr vielversprechend aus. Hingegen habe ich es mit Auberginen leider überhaupt nicht. Die wachsen nicht. Die letzten Jahre auch schon nicht. Hier habe ich mal Porree zum Versuch. Und der Mirabellenbaum trägt das erste Jahr Früchte. Sieht auch gut vollbehangen aus. So, hier hinter mir hängt nun so eine Pheromonfalle für die Pflaumenwickler. Die soll ja die männlichen Pflaumenwicklerfalter anlocken, damit die Weibchen nicht befruchtet werden können und somit auch nicht die Eier auf die Mirabellen ablegen können. Ja, sind wir mal gespannt, ob es funktioniert. Bisher sieht das Ganze ganz gut aus, wenn ihr hier mal so reinguckt. Und auch die Mirabellen, die zuerst stark befallen waren im ersten, wie sagt man, Raupenzyklus, die sehen jetzt sehr gesund. Ein paar wird dann noch abwerfen, aber ansonsten sehen die ziemlich gesund aus. Genau, hier in der Ecke habe ich noch eine kleine Zucchini. Das ganze Unkraut muss natürlich noch alles raus, beziehungsweise Unkraut ist es ja nicht, sondern Beikraut. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir erst aus dem Urlaub gekommen sind, bitte etwas Verständnis. Genau, hier ist meine kleine Snackgurke. Da habe ich auch schon mal eine probiert, die sind sehr lecker. Die wächst auch prima. Hier unten haben wir noch eine kleine Schlangengurke. Die macht so ihre Schwierigkeiten beim Wachsen. Hier noch eine Zucchini Ball. Irgendwie schmeißt er die aber alle ab. Mal schauen, wie das weitergeht. Und hier ist noch eine kleine selbstgezogene Zucchini. Mal gucken, was aus der wird. Genau, hier mein ganz besonderer Stolz. Einer von vielen natürlich. Ihr kennt mich ja. Gartenfreaks halt. So. Genau, und zwar ist das unser Bärlepsch-Apfel, der ja erst Anfang des Jahres ausgepflanzt wurde. Und hier haben wir schon 2 vielversprechende Kandidaten. Hier unten ebenfalls 2. Und hier fange ich gar nicht an zu zählen. Den habe ich schon stark ausgedünnt, weil es ansonsten einfach zu schwer werden würde für das Bäumchen. Wie man hier sieht, die Ästchen sind einfach noch viel zu dünn und viel zu schwach. Genau. Die Paprika sehen auch super aus. Da hängen schon die ersten dran. Das ist jetzt eine türkische Paprika, aber die sind alle kreuz und quer gemischt. Da sind türkische dabei, da sind rote klassische Paprika dabei, da sind Sweet Chocolate dabei, da sind Herzpaprika dabei und auch gelbe Paprika. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Genau, ganz besonders toll hier. Auch der Blumenkohl. Ich sehe zwar jetzt noch nichts, möchte das Netz aber auch nicht abnehmen. Denn das habe ich alles so schön verpackt. Der wächst wahnsinnig schnell. Und mal gucken, ob das dieses Jahr was wird. Mein erster Versuch. Die Williams-Christbirne. Auch von oben bis unten voll behangen. Sieht sehr vielversprechend aus. Mal gucken, wie viel am Ende dabei rauskommen. Aber ich denke, die, wo jetzt dran sind, die wird er behalten. Und es sind weit über 7 Stück. Wahrscheinlich so um die 10. Was auch vom Vergleich zum letzten Jahr gut hinkommt. Der Birnenbaum hängt wie jedes Jahr auch voll. Hat aber immer so eine komische Krankheit. Ich glaube, das ist Schorf. Vielleicht kann mir einer von euch sagen, was genau das ist. Ich vermute mal Schorf. Und habe aber jetzt schon im letzten Jahr alles versucht, das zu vermeiden. Und die Schnittstellen schön sauber gemacht. Alles gut abtrocknen lassen. Aber irgendwie wollen die Früchte nicht mehr so schön werden. Weshalb auch immer. Genau, die Nashi-Birne. Die habe ich vorhin etwas zwangseingekürzt, weil als wir aus dem Urlaub kamen, hatte ich hier so einen Metertrieb bzw. zwei gebildet gehabt. Habe ich jetzt ein bisschen eingekürzt, damit er sich besser verzweigt. Genau. Der Gelatz ist schön am Wachsen. Und die Häschen haben heute profitiert durch die Gartenarbeit. Da gab es wieder ordentlich was zu futtern. Die Traubenlaube Vanessa hat auch schon viele Früchte bzw. Blüten. Auch mal gespannt, wie viel da im Endeffekt dann dran hängen bleiben. Ein Kartoffelbeet sieht super aus. Ein bisschen umgeholzt. Wahrscheinlich, weil es hier in Deutschland ein bisschen stürmisch war, habe ich gehört. Genau, hier hinten mein einer Mais, der hat überlebt. Der zweite leider nicht. Hier wachsen noch Radieschen und kleine Kürbisse. Und was ich auch mega cool finde, meine Artischocke. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann man die erntet und ob man die irgendwie speziell einlegen muss. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Vielleicht habt ihr aber auch Tipps und Tricks für mich und könnt mir da ein paar Infos zu geben. So, hier stehe ich nun neben unserem Redlove Zirze, der gut an Wachstum zugelegt hat, möchte ich mal behaupten. Und ebenfalls auch tolle Früchte angesetzt hat. Der ist jetzt, ich würde sagen, einen kleinen Ticken größer als ich. Und die Früchte sind auch schon ordentlich hier. Da hängt auch wieder einiges dran. Ein paar sind so, ja, ich weiß nicht, ich nenne es mal mutiert. Keine Ahnung, wodurch das kommt. Hier zum Beispiel wie die hier. Vielleicht könnt ihr mir da auch was dazu sagen. Es gibt bestimmt Leute, die haben da mehr Erfahrung als ich. Mit Apfelbäumen. Genau. So, ebenfalls ganz, ganz tolles Kino macht hier unsere Goldpalmene, die auch erst seit Anfang des Jahres steht. Alte Apfelsorte. Soll ganz, ganz toll sein. Einer der besten Tafelsorten seiner Zeit. Da oben hängt auch noch eine. Ganz oben an der Spitze. Den habe ich ja etwas versucht in Form zu ziehen. Hier hängt jetzt einiges dran, das ist alles so gewollt. Der wird später hier irgendwo in dem Bereich abgecuttet. Damit er sich unten besser verzweigt. Vielleicht lasse ich auch den Ast so. Ich weiß es noch nicht. Das sehe ich dann alles im Spätjahr. Auf jeden Fall wurde der hier eingekürzt. Und der verzweigt sich auch gut, wie ich das geplant habe. Ebenfalls der unten. Und der hier
wurde dank der Äpfel auch erstmal so belassen und gestützt. Und mal schauen, wie es im Spätjahr weitergeht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Auch hier habe ich 1, 2, 3, 4 Tomaten stehen. Auch von Cherry-Tomate über rote, gelbe. Ja, die sehen super gesund aus. Mal schauen, wie die sich alle entwickeln. Hier die Heidelbeeren werden so langsam bläulich. Das ist die Pratzelbeere. Die Indianerbananen. Super Sache. Dieses Jahr mal wieder, da hängt auch einiges dran. Man muss sie immer erstmal suchen. Ganz besonderes Highlight. Ich weiß, die werden nicht dranbleiben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier diese riesigen Cluster, ein Vierer-Cluster. Und da hinten, ich guck mal, ob ich es drauf kriege, sogar ein, wie viel? 4, 5, 6er-Cluster. Hier oben auch einige. Der Unveredelte macht sich leider dieses Jahr nicht so gut. Ich glaube, irgendwo hatte der Simon vorhin noch eine gesehen. Ah, hier sind sogar noch zwei. Und da oben ist noch eine. Ja, wenn er die behält, sind wir auch ganz zufrieden. Und mal wieder unser Topbaum. Hier der Sunflower. Wenn der nur die Hälfte davon behält, sind wir durchaus zufrieden. Der hat so ziemlich an jedem Zweig seine Früchte. Muss sie nur immer erst finden. So. Da ist auch schon eine große. Noch eine. Ein Dreiercluster. Hier unten auch noch ein Dreiercluster, wobei der hier jetzt abgehen wird. Da hinten hängt auch noch ein Riesenömmel. Ja, so schaut's aus, Freunde. Hier haben wir an dem weißen Eispeach-Pfirsich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier unten ist sogar noch eine sechste. 6 Früchte an dem Eispeach-Pfirsich. Ganz interessant war, der hat von oben bis unten komplett geblüht. Dadurch, dass die unteren Früchte aber schon die ganze Kraft aufgenommen haben, die ganzen Nährstoffe und so weiter, sind hier oben alle Früchte abgefallen. Ja, unten hat er 6 Stück, letztes Jahr eine. Das heißt, auch hier sind wir ganz gut im Schnitt. Der große Olivenbaum, immer noch krank, aber er lässt es sich nicht nehmen, ordentlich zu blühen. Auch da wieder einige Oliven zu erwarten, zusammen mit den kleinen Bäumchen. Ja, super gut ist auch der Wuchs von dem roten Weinbergpfirsich. Falls ihr euch mein letztes Video nochmal anschauen wollt, da war der ungefähr so groß zu Anfang des Jahres und hatte hier unten nur 4, 5 kleine Ästchen. Hat auch nur 2, 3 Blüten angesetzt, die leider etwas an die 0 Grad gekommen sind und deshalb abgeworfen wurden. Aber dafür legt er ordentlich an Wachstum zu und ich bin sehr voller Vorfreude auf nächstes Jahr. Und denke, da wird es einiges geben. Hier die weiße Johannisbeere. Super toll, leckere Früchte. Und ich bin gerade dabei, Johannisbeergelee zu machen. Super lecker. Auch der Feigenbaum macht sich ganz gut. Noch nicht so viele Früchte, aber ich denke, der wird auch noch zulegen bis im November, Dezember. Die werden sehr, sehr spät reif. Das ist eine grüne Feige. Genau.
So, fast hätte ich es vergessen. Unser kleines Zwergpflaumenbäumchen, die Hanna, hat dieses Jahr auch ihre erste Pflaume. Klein, aber fein. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie die schmeckt. Die darf ich dieses Jahr zum ersten Mal probieren. Der hatte eigentlich mal vor dem Urlaub noch 4, 5 Stück dran. Aber die restlichen hat er wohl abgeschmissen. Drum freue ich mich umso mehr auf die eine. Und ja, wie ich immer so schön sage. Ja, ich sage immer so schön, Freunde, wir haben ja Zeit. Ich meine, uns rennt ja nichts weg. Der Garten gehört uns. Ich meine, der läuft uns nicht weg. Der bleibt hoffentlich unser Leben lang in unserem Besitz. Und von daher haben die Bäumchen auch genug Zeit, um sich richtig zu entwickeln. Und wir haben auch eine Menge Geduld und freuen uns jedes Jahr auf reichere Ernten und haben Spaß an der Gartenarbeit und ihr seid natürlich immer mit dabei. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte denkt an einen Daumen hoch, liken und abonnieren. Super, wir sehen uns, Freunde, bis dann!